PowerPoint-Karaoke selbst ist eigentlich eine Persiflage auf PowerPoint-Präsentationen und die so gehalten werden. Weil wir alle kennen PowerPoint, wir alle hassen PowerPoint, sind die schlimmsten Auswüchse dabei. Und da setzt genau diese Veranstaltung an und nimmt sie so ein bisschen aufs Korn und uns selbst auch und die Menschen, die darüber referieren. Beim PowerPoint-Karaoke treten insgesamt 6 Referenten und Referentinnen auf, die auf die Bühne gehen und keine Ahnung haben, was sie erwartet. Sie wissen genauso viel bzw. wenig wie das Publikum auch, sehen die Präsentationsfolien eben auch zeitgleich mit dem Publikum zum ersten Mal. Man hat keine Zeit, sich vorzubereiten, sondern geht auf die Bühne und muss sich irgendwie darauf einlassen, was passiert. Gleich zeigen wir euch, was passiert, wenn der Fahrer plötzlich bremsen muss. Stopp! Halt, stopp! Ich gönne natürlich auch immer wieder mal Pausen, ne? Einfach aus dem Grund, weil es halt einfach ein sehr polarisierendes Thema ist. Würdet ihr euren Hund bei diesem Matschwetter rauflassen? Ja, diese Fische. Das Ganze ist ein Wettbewerb. Es gibt 2 Dreiergruppen. Aus jeder Dreiergruppe qualifiziert sich eine Person fürs Finale. Wer das ist, entscheidet das Publikum durch Applaus. Und im Finale treffen dann die beiden Gruppen Sieger und Siegerinnen aufeinander. Die kriegen dieselbe Präsentation, machen einmal per Schnick, Schnack, Schnuck aus, wer beginnt. Und die zweite Person verlässt natürlich den Saal, sonst wäre es witzlos. Und das Publikum sieht und hört 2-mal dieselbe Präsentation, völlig anders gehalten und kann dann einfach direkt entscheiden, wer hat mir besser gefallen. Und jetzt gewinnen wir applaudieren für Felix Bauer! Das ist eine Veranstaltung, die natürlich keinen Anspruch auf Wissensvermittlung hat, sondern eine reine Unterhaltungsveranstaltung. Ich wusste ja heute Vormittag noch nicht, dass ich überhaupt teilnehme. Also. Aber jetzt im Nachhinein ein ganz geiles Gefühl. Aber währenddessen habe ich eigentlich meinen Mitbewohner, der mich ja gezwungen hat, schon ziemlich gehasst, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich nehme mit, dass ich mich, da ich das jetzt heute gewonnen habe, nie wieder auf irgendwas vorbereiten muss bei einem Referat, schätze ich, wenn es so gut läuft.